Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader, ich begrüße Sie zu meinem zweiten Vortrag heute hier bei den Investment and Business Days. Heute Vormittag war ich schon aktiv mit einem Thema, wo es zum Trading Anfänger geht, für den Start im Trading. Und der jetzige Vortrag, den ich Ihnen präsentiere, der übrigens auch ein Teil oder ein Auszug darstellt aus dem Seminar, was ich Ende Oktober in Lohr am Main halte, ein Markttechnik und Geldmanagement Grundlagenseminar, ist das ein Auszug davon. Und einer meiner liebsten Themen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema lautet der Stop-Loss-Auftrag, Grund für Verluste. Und ich weiß, wenn ich zum Beispiel einen anderen Titel gewählt hätte und gesagt hätte, so machen Sie nie wieder Verluste, würden hier, ich weiß nicht, wie viele Leute zuschauen, weil eigentlich ist es ja der Traum, wenn man Trader ist, dass man nur Gewinne heimbringt. Das Thema Verluste ist generell ein Thema, das ich in meinem Fortkommen im Trading als ein sehr, sehr schwieriges Thema erlebte und wo auch viel Zeit drauf ging, bis ich das mal so in den Griff bekam. Was ich Ihnen heute zeigen werde, ist eine Technik, die mir damals half, sag ich mal, mit den Verlusten besser umgehen zu können und insbesondere auch mit dem Stop-Loss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für diejenigen, die gerade zugeschaltet haben oder jetzt neu dabei sind, die heute Vormittag nicht da waren, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Schmidt, bin demnächst 49 Jahre jung und ein privater Wertpapier- und Devisenhändler. Ich lege viel Wert auf das Wort privat. Das heißt, ich habe das Trading mir autodidakt beigebracht. Ich habe also keine Banklehre absolviert oder irgendwie in einer Handelsabteilung einer Bank arbeiten können oder an der Börse beschäftigt war ich auch nie. Ich bin von zu Hause aus gelernter Immobilienkaufmann und entdeckte 2006 die Börse, insbesondere das Daytrading, faszinierte mich von Anfang an, wie es vielen Einsteigern auch geht. Es ist ein tolles Geschäft. Heute Vormittag haben wir auch darüber geredet, was so die Vorteile sind, insbesondere das schnelle Geld, was man verdienen kann als professioneller Spekulant. Und ja, ich nahm mir ein Jahr Zeit im Jahr 2006 und sagte mir, in einem Jahr bin ich ausgelernter Daytrader und werde rein darüber mein Geld verdienen, um meinen Lebensstil zu finanzieren. Es wurden 5 Jahre. Daraus aus dem einen Jahr und also es war eine harte Lern- und Leidensphase. Allerdings gelang es mir dann doch 2010 in den hauptberuflichen Handel rüberzugehen oder 2011. Und da begann ich auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite, Sie sind es eingeblendet unten, Trades zu veröffentlichen und diese Trades zu erklären. In meinen Zeiten als Anfänger habe ich mich jedes Mal sehr geärgert. Man sieht zwar überall super gute Performance-Kurven, man sieht, wie viel Geld ein Trader wohl jeden Tag aus dem Markt ziehen kann, aber kein Mensch erklärt, warum oder wie er das dann macht. Ich habe das einfach so nebenbei begonnen und daraus wurde dann, eine wunderbare Geschichte, eine zufällige Geschichte, dass ich heute sogar als Moderator tätig bin bei Admiral Markets, einem Forex-Broker, wo wir eines der wohlbeliebtesten Live-Trading- und Marktanalyse-Webinare abhalten, nun seit über 2 Jahren. Sie finden übrigens über den YouTube-Kanal von Admiral Markets die Aufzeichnungen dieser Seminare. Sie können sehen, wie ich meinen markttechnischen Handelsansatz umsetze und dabei bin ich nicht nur ein Daytrader, ich bin ein sehr kurzfristiger Trader. Bin also unter 10 Minuten Haltedauer im Markt unterwegs und zeige einfach da, wie ich vorgehe und oft genug gibt es auch nichts zu traden und, meine sehr verehrten Damen und Herren, oft genug mache ich auch Verluste. Und die gehören zum Geschäft dazu. Und wir werden jetzt aufs Thema einschwenken. Ist denn der Stop-Loss wirklich diese belastende Sache, die man als Trader oft genug empfindet, wenn man im Markt bestimmte Dinge erlebt? Und ich habe Ihnen 1 oder 2 Beispiele mitgebracht, die Sie jetzt gleich auf der Folienpräsentation sehen. Es sind fiktive Trades, die ich zusammengestellt habe, also völlig egal, jetzt welcher Markt oder welches Produkt, welche Zeiteinheit es ist. Aber ich möchte einfach demonstrieren, wie es einem denn so gehen kann, wenn man denn sauber und ordentlich mit einem Stop-Loss arbeiten möchte, weil doch jeder sagt, also ohne Stop-Loss gehen wir bitte nicht in den Markt. Ne? Also gucken wir uns die Sache an. Sie sehen hier dieses Chartbild, markttechnisch durchaus ein Leckerbissen-Signal, wenn man es entsprechend einordnen kann. Und wir eröffnen, oder ich eröffne in diesem Markt eine Long-Position. Und natürlich gehe ich her, weil ich professioneller Trader bin und begrenze mein Risiko in diesem Moment. Lege also ein Stop-Loss unter das Tief des kleinen Trendes, den Sie hier sehen. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was aus dem Trade wird. Ah, sehen Sie den Anstieg dieser Kerze? Es ist eigentlich gar nicht von mir gewollt, aber das Präsentationsprogramm macht es immer so langsam. Aber es ist ein erhebender Moment, oder nicht? So was wünschen wir uns alle. Sie haben einen Gewinn, und zwar mal einen richtig guten Gewinn. Schauen Sie sich diese Monsterkerze an. Sie benutzen einen Stop-Loss, Sie machen alles richtig und Sie erinnern sich, Gewinne
soll man laufen lassen und genau dafür entschließen sie sich. Und was passiert? Ah je. Der Stop kommt runter, der Kurs kommt runter, stoppt sie aus, da wo sie eingestiegen sind. Der Gewinn ist weg. Der Monstergewinn, den sie hätten haben können, ist weg. Frustrierend genug ist das allemal. Aber richtig übel wird's, wenn im nachfolgenden Part der Markt wieder ansteigt. Und es ist ganz klar, wenn jetzt jemand sagt, ja Moment mal, also ohne Stop-Loss, wäre ich aber wieder im Gewinn. So habe ich einen Verlust realisiert, bin aus dem Markt geschmissen worden, wäre aber noch immer drin. Ja, wie frustrierend kann dann das noch mehr sein? Ich bitte Sie, ich meine, wenn man so einen schönen Trade hat und vielleicht schon mit dem Konto hinten liegt und dringend einen Gewinn braucht und dann passiert das, schön ist es nicht, oder? Und ja, so etwas passiert Ihnen nur, wenn Sie mit einem Stop-Loss arbeiten. Oh, Moment mal, ich sehe gerade, Micha, hast du gerade Zeit? Ich mache einen Vortrag über Stop-Loss, komm mal her, meine sehr verehrten Damen und Herren, Michael Vogt, mein Freund und Vorbild. Und sag mal, ich bin hier gerade dabei, emotional Stop-Loss-Geschichten zu erklären, was dir passieren kann. Ne? Ja, hast erst Gewinn, fliegst raus, das Ding kommt aber wieder hoch und du hast so einen Hals. Ne? So. Stops sind was für Mädchen. Genau, Stops sind was für Mädchen. Könntest du vielleicht ganz kurz markttechnische Stops so kurz anreißen, was ich hier emotional mache, dass du ein bisschen fachlich reingehst oder so? Ich bin hier in der Organisation voll drin, gell? Ja komm, 5 Minuten, jetzt komm schon, weil ich's bin. Go. Na gut, also an der Stelle erstmal ein Jochen, an dich einen lieben Gruß und an dich schönen Dank. Und auch an die anderen Referenten, die bis dato da waren. Ja, muss man sagen, wir haben jetzt hier 200 Vorträge jetzt für euch jetzt hier. Die 6 Tage, die 5 Channels durch. Ein großes Team hier an Bord, eine Menge. Und ja, ich denke, es läuft alles bisher. Gell? Wir hatten einmal kurz heute ein bisschen technische Störung kurz, aber das haben wir alles in den Griff gekriegt. Von daher passt es. So Jochen, jetzt bin ich hier nur reingerauscht, weil ich was organisieren wollte. Was jetzt, sag mir ganz kurz, worum geht's hier? Ich bin gerade am Anfang des Vortrages und möchte ein paar Beispiele aufzeigen, die eben klassisch demonstrieren, was dir passiert, wenn du einen Stop-Loss benutzt. Ne? Also viele Trader gehen hierher aufgrund solcher Erfahrungen. Du steigst top ein, du hast einen Monstergewinn. Ist mal völlig egal, ist Punktezahl, Markt oder dergleichen. So, du willst den Gewinn laufen lassen, wie sich's gehört, das Ding kommt zurück, schmeißt dich raus, was schon ärgerlich genug ist. Wenn dein Konto hinten liegt, hättest du den gut gebrauchen können, den Gewinn. So, und jetzt kommt das Teil aber wieder hoch. Und es ist ja ganz klar, ohne Stop-Loss wäre das nicht passiert. Okay. Du müsstest nicht erst einen Verlust realisieren, um den Gewinn heimzubringen. Verstehst du? Ich kann es aber nur aus Sicht der Markttechnik 2 Sätze sagen. Ja. Ja, Bitte? Ein Stift habe ich auch dabei, schaut mal. So ein Zufall. Ja gut, also aus Sicht der Markttechnik, klar, Stops ist natürlich ja, das A und O natürlich im Börsenhandel, klar. Ne? Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, was als Teletubby-Weisheit klingt, ist dennoch irgendwo ja ein wichtiger Punkt. Die Markttechnik selbst geht ja das Thema Stops von einer anderen Seite an. Die Wichtigkeit unumstritten, brauchen wir nicht drüber reden. Markttechnik macht aber eine Zwischenfrage dazwischen, also das heißt nicht einfach die Frage, wo soll der Stopp liegen, sondern eine Zwischenfrage. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Frage, ich mach's mal so jetzt hier, Stopp richtig falsch, wohin? Einverstanden, aber wir machen jetzt hier oben aus Sicht der Markttechnik, kürze das mal so ab, kommen jetzt hier 3 Kategorien rein, nämlich die Handelsausrichtung. Ja, da kennst du dich auch aus. Frage, handle ich einen Trend, handle ich die Bewegung, ich kürze das ab, schlechte Schrift, oder handle ich Ausbrüche, das ist das A und O. Trend, ich kann die verschieden definieren. Völlig egal, ob ich das jetzt mit Charttechnik jetzt hier definiere, ob ich jetzt Markttechnik nehme, jetzt, wo ich sage, guck mal, hier ist ein Punkt 2, unten sind die 3, völlig wurscht. Ich kann auch einen Indikator drunter klemmen. Völlig egal. Wichtig ist eins, wenn ich sage, ich handle eine Handelsausrichtung Trend, dann weiß ich auch, was ich mit den Stops zu machen habe. In der Grundidee, die da heißt, wenn der Markt eine Bewegung hat, akzeptiere ich auch die Korrekturen. Mir geht es um die Bananenstaude und nicht um die einzelne Banane. Ja, das heißt den großen Gewinn, nicht die kleine. So, von daher bin ich gerne bereit an der Stelle, wenn der Markt weit in der Bewegung ist, überhaupt nicht drauf zu schauen, wo könnte ich Stops nachziehen, weil ich sage, Moment, schöne Dollars, viele Dollars, aber immer noch nicht genug Dollars, Trend. Ja, Voraussetzung natürlich generell, ist jetzt nicht das Thema beim Stops, dass die Großwetterlage stimmt, dass die Überlegung, dass es weitergeht, überhaupt gerechtfertigt ist. Brauchen wir nicht drüber reden. An der Stelle wäre also, wenn der Trendhandel ist, sicherlich das lokale Tief das Bessere. An der Stelle beispielsweise hier richtig. Der Markt läuft weiter in Bewegung. Ich wäre ausgestoppt, ist okay. Vielleicht im Plus, vielleicht im Minus, ist egal. Akzeptiere ich durch den, was hier rauskommt. Ich wollte sowieso mehr haben. Von daher ist mir das zu wenig. Ein bisschen einfacher, ein bisschen komplizierter ist der Bewegungshandel, der Stop da. Warum? Weil beim Trendhandel selbst, sei es jetzt mit Charttechnik, Trendlinien oder wegen mir die lokalen Hoch- und Tiefpunkte, ist das eine. Beim Bewegungshandel die Schwierigkeit, und die meisten sind wir ehrlich,
Du kennst es auch von den vielen Webinaren, Jochen. Die meisten machen ja ein mehr oder weniger, vielleicht definieren sie sich selber nicht so, Bewegungshandel. Das heißt, die konzentrieren sich auf die einzelnen Perioden, die hier raufgehen. Ja? So, wenn ich jetzt statt den lokalen Hoch- und Tiefpunkten, darum geht es nicht, sondern um die einzelnen Perioden mich kümmern, dann ist was die große Schwierigkeit? Hängt der Stopp zu nah oben am Markt? Ich bin weit im Gewinn, ich bin weit im Gewinn, ich will sichern, ich will sichern. Dann ist es, das ist blöd, zu nah ist schlecht. Hau ich ihn zu weit weg, hingegen habe ich auch wiederum nichts gekonnt. Warum? Weil dann hänge ich wo drinne? In dem, was ich gar nicht wollte, im Trendhandel. Das heißt, ich mache die danach kommenden Korrekturen mit. Und da das Ding dazwischen drin ist das Relevante. Der Bewegungshandel aus der Markttechnik hat ja da eine sehr einfache Antwort drauf. Brauchen wir gar nicht rauber rumzaubern. Es geht ja hier um den untergeordneten Trendverlauf. Den muss ich akzeptieren. Wenn der Markt ein Stück zurückkommt, dann kann ich nicht sagen, Hilfe, Hilfe, ich gehe raus. Weil es kann ja sein, dass es nur die untergeordnete Korrektur ist. Und da muss ich ja sagen, danke, danke, dass sie kommt. Ja? So, das heißt also, der untergeordnete Trendverlauf ist gegeben für diesen Bewegungshandel. Daher, grobe Fassung, der Bewegungshandel im Stoppverlauf, was die Markttechnik betrifft, ja zwei Varianten hat. Variante, du nimmst den untergeordneten Trend selber, das heißt, du handelst Bewegung, aber machst im Stoppverlauf eine andere Handelsausrichtung. Zweite Variante, du nimmst die Perioden, beachtest da aber ein Thema, was die Markttechnik ja sehr ausführlich darstellt, ist das Thema Innenstäbe. Ja? Innenstäbe ist ja nichts anderes wie, hallo, die Variante 1 synthetisch abgebildet, untergeordneter Trendverlauf. Beim Ausbruchshandel ist der Stoppverlauf erst recht wichtig, beziehungsweise der Stopp, der wird ja in der Regel nicht so sehr nachgezogen, zumindest jetzt nicht, wenn man es manuell macht, im automatisierten Geschichte was anderes. Dann ist man ziemlich zugeladen, Risiko im Geld, nicht im Markt, von daher hast du engere Stops, dann geht es aber auch nicht bis da hoch, dann sind wir ja sowieso innerhalb der Kerze schon zehnmal wieder draußen. Das heißt also, Stopp ist das eine, Handelsausrichtung das andere, beides in Kombination, findet hier unten ja eher, kriegtest du deine Fragen, als wie wenn du nur hier unten schaust, was ist richtig, was ist falsch und was ist die Folge davon, wenn man das ohne Handelsausrichtung macht, die Stoppverlauf, man tapeziert sich ja jedes Mal neu, sage ich immer so gern, ne? Nach dem Trade sage ich, hätte meinen Stopp hier gehabt, beim nächsten Trade sieht genauso aus, dann hätte ich ihn hier gehabt, das nächste Mal hier und jedes Mal machst du es neu. Die Antwort aus Sicht der Markttechnik muss ich immer sagen, die Handelsausrichtung und danach kann ich sagen, wow, was wäre Stopp besser oder schlechter. So, ich muss weiter. Micha, ich habe Organisation. Wir sind den Teilnehmern hier noch viel Spaß jetzt. Wir haben noch bis 21.30 Uhr heute, okay. Haben noch eine Menge Vorträge. Okay. Danke. Vielen Dank für die Einlage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, war es interessant, ciao. Danke, gell? Ciao. War es sehr interessant, dass Micha auf den fachlichen Aspekt hier eingegangen ist. So wird es ungefähr sein in dem Seminar im Oktober, Ende Oktober, was ich mache. Er wird Gastredner sein, ganzen halben Tag, der Großmeister der Markttechnik. Nein, der Vortrag selber richtet sich allerdings eine Stufe vorher an Sie. Ich weiß, viele Anfänger, die jetzt Markttechnik im Detail gar nicht kennen, die sich vielleicht gerade nur orientieren, legen jetzt vielleicht nicht so viel Wert darauf, aufgrund einer bestimmten Denkweise einen Stopp zu führen, sondern sie kämpfen mit dem Problem, überhaupt einen Stopp einzusetzen. Damit möchte ich mich befassen und zwar angepasst an das klassische Denken von jemandem, der neu dabei ist, nämlich, dass wir später einfach mal anschauen, wie sieht es denn mit den Gewinnen aus? Wenn Sie machen das Geschäft, um Gewinne zu haben, ne? So erkennen Sie allerdings, dass Sie ständig Verluste haben, aber keine Gewinne. Und das ist ja dieser belastende Moment, wo du irgendwann hergehst und sagst, weißt du was, ich pfeife auf den Stopp. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir gucken uns weitere Beispiele an. Also diese eine Geschichte ist klar, sie haben einen Bombengewinn, der Gewinn ist weg und der Markt zeigt ihnen noch die lange Nase, ätschebätsche, ich bin wieder da, wo du hättest sein können, du Loser. Das ist nämlich ihr Denken in dem Moment, was sie ja wiederum reagieren lässt auf zukünftige Trades, die vielleicht so gestaltet sind. Also, Moment, ich gehe nochmal zum nächsten Trade. Wir haben wieder einen Chart, völlig egal welcher Markt, völlig egal welche Zeiteinheit, es ist rein, also rein symbolisch gemeint, damit Sie sich da orientieren können, was ich eigentlich zeigen möchte. Diesmal gehen wir Short. Wir machen einen Short-Trade im Markt. Man könnte sogar sagen, schau mal, wir haben einen Abwärtstrend, ja, ist doch alles da hier. Wunderbar, wir gehen also Short in den Markt. Machen so gesehen alles richtig. Der Kurs zieht hoch, stoppt sie aus und zwar punktgenau. Na? Wer von Ihnen kennt das nicht? Punktgenau werden Sie aus dem Markt geschmissen und im Nachlauf, was passiert im Nachlauf? Ja, Sie können sich schon denken, der Markt fällt, wie wenn es kein Morgen gäbe. Sie haben den Eindruck, wie wenn auf der anderen Seite der Internetleitung jemand sitzt.
der wirklich nur darauf lauert, dass Sie regelkonform arbeiten, um Sie dann wirklich schon mit Häme abzustrafen. Zweites Beispiel, berühmtes Beispiel, möchtest alles richtig machen, machst auch alles richtig, wärst dabei gewesen, aber hast nun mal wieder einen Verlust. So, also extrem ärgerlich die ganze Geschichte und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich passiert Ihnen das nur mit einem Stop-Loss. Ohne Stop-Loss wäre es definitiv nicht passiert. Sie wären immer noch im Markt, Sie hätten einen Monstergewinn. Sie könnten Ihrem Ehepartner sagen, schau, ich bin der Größte oder die Größte, ich mache alles richtig, ich hole Geld aus dem Markt. Und das Schlimme ist, das passiert jeden Tag sehr, sehr oft. Aber irgendwann kommt der Tag, wo Sie ohne Stop-Loss ein gewisses Problem bekommen. Wir gucken es uns gleich an. Also dieser eine Trade, ja, und oft das Denken dann, obwohl ich richtig liege, ja, ist ja auch schon was. Dass man, was weiß ich, egal nach welcher Technik Sie vorgehen, dass Sie die Richtung erkannt haben, ist ja nicht der Mittelpunkt beim Trading, die Richtung zu erkennen, aber ist ein anderes Thema. So, und dann werden Sie abgestraft. Punkt genau raus, ohne Stop wäre es nicht passiert. Und natürlich oft genug, ich glaube, so mancher Broker kriegt da auch Anrufe, ja, gerade im CFD-Bereich oder so, dass die Leute sagen, das ist doch Absicht, ihr habt doch den Kurs manipuliert. Das kann doch gar nicht sein, dass ich punktgenau an der Stelle abgeholt werde. Das ist unfair, da mache ich nicht mit. Viel Ärger. Viel Leid. Okay, und dann kommt die glorreiche Idee, dass ohne Stop-Loss Sie nicht mehr abgefischt werden können. Ich meine, das Abfischen, die Stop-Fischerei. Ne? So, gut, nächstes Beispiel. Und, na komm schon, genau. Nächstes Beispiel, dritter Trade, Beispiel-Trade. Es geht, wie Micha vorhin gerade erklärt hat, da um die Gewinnsicherung. Und ich kenne einige Trader, die wirklich mit Leidenschaft hinter der Aussage stehen, dass Trader, die Stops benutzen, niemals richtig viel Geld verdienen können. Das ginge nicht. Wir schauen uns an, wie diese Damen und Herren auf diese Einstellung kommen. Also, wir haben wieder einen Markt vor uns, wir gehen short im Markt. Wir nehmen unseren Stop-Loss. Wir werden ihn als Trading-Stop führen, wenn wir in den Gewinn kommen. Also genau das, was Micha erklärt hat, ist jetzt ein Beispiel, wo es eigentlich in den Bewegungshandel reingeht und der Markt fällt wunderbar, so wie wir es haben wollen. Wir sind wunderbar im Gewinn, wir ziehen den Stop diesmal über den untergeordneten Trend nach und sichern einen schönen Teil dieses Gewinnes. So, wir sind aus dem Risiko, besser kann es gar nicht laufen. Und Sie sehen schon, ene, mene, mu und raus bist du. Der Stop kommt hoch, wir werden ausgestoppt und im ersten Moment denkst du dir, ja gut, okay, ein Trailing Stop dient ja dazu. Ich meine, wenn ich einen Trailing Stop benutze, werde ich immer einen Teil des Gewinnes, der mir gehören könnte, im Markt liegen lassen. Auch eine sehr interessante Denkweise, warum aber professionelle Trader dennoch mit Trailing Stops arbeiten. Viele tun das, aus gutem Grund. Also wir sind mit Gewinn ausgestoppt worden. Na, immerhin haben wir Gewinn, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und was passiert jetzt? Der Markt fällt weiter. Hätten Sie keinen Stop benutzt, wären Sie immer noch drin. Gar keine Frage. Sie hätten einen Monstergewinn, mal wieder einen Monstergewinn, nach Hause gebracht. Und natürlich kann das viel, viel mehr werden. Wir erinnern uns, sowas passiert Ihnen nur mit einem Stop-Loss. So, und jetzt macht der Markt Folgendes. Der Markt steigt an, und zwar kräftig. Wir hatten vorhin gesagt, bei unserem ersten Beispiel, dass es nur Tradern, die den Stop benutzen, so gehen kann, dass die erst im Gewinn sind und dann plötzlich im Verlust. Schauen wir mal genauer hin. Unser Trader, der hier keinen Stop benutzt hat, wäre jetzt kräftig im Verlust. Der Trader, der frustriert ist, weil er doch ständig Stop-Losses einsetzt und die ja so gemein sind und der Grund für seine Verluste sind, hat einen Gewinn von 100 Punkte geholt. Gucken wir es uns nochmal genau an. 100 Punkte Gewinn, die Chance war 450. Ne? 100 ist ein bisschen wenig. Ne? So. Der Trader, der keinen Stop benutzt hat, hat 200 Punkte Buchverlust. Also Buchverlust bedeutet, er hat den Verlust noch nicht realisiert, außer er schließt die Position. Aber im Moment sitzt er auf einer kräftigen roten Zahl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, achten Sie mal jetzt genau auf das, was ich Ihnen zeige. Trader 1, Stop-Loss benutzt. Und zwar ein Stop-Loss, der 25 Punkte weiter weg lag. Sein Risiko war 25 Punkte. Okay? Der Gewinn
waren 100 Punkte. Natürlich viel zu wenig Gewinn, immer viel zu wenig Gewinn, wegen dem blöden Stop. Und jetzt frage ich Sie mal, was ist eigentlich besser? Was ist echt besser? 200 Punkte Buchverlust, die theoretisch ins Unendliche sich hochpotenzieren können. Vergessen Sie nicht, man ist ja mit gehebelten Positionen in den Markt drin. Oder wenn Sie direkt in der Terminmarktspekulation sind mit Futures, so ein Markt kann weit und lang steigen, sehr weit sogar. Wenn man die Mechanismen des Terminmarktes kennt im Detail, wenn man weiß, wie er funktioniert, könnte er theoretisch unendlich steigen. Wenn Sie in einem solchen Markt short sind, ich kenne einige Trader, die sind in solchen Märkten short, obwohl der Markt gegen sie läuft, dann ist das ein Vernichtungslauf für ihr Konto und auch für ihr Ego. Also ich frage Sie, was ist jetzt besser? 200 Punkte Buchverlust oder 100 Punkte realisierter Gewinn? Was ist besser? Entscheiden Sie selber. Und ich frage Sie noch was. Was ist denn jetzt schlimmer? Achtung, was ist denn jetzt so schlimm? Was ist schlimmer? 25 Punkte riskieren? Oder 200 Punkte Buchverlust, der unendlich groß werden kann. Viele Trader entscheiden sich für eine rotzige Antwort hier. Die sagen, ja, beim Vorfeld meine so viele Verluste, die müssen doch überhaupt nicht sein. Und dann sage ich, ja, wo seid ihr denn jetzt? Im Mädcheninternat oder was? Oder wollt ihr Trader sein? Wollt ihr euer Geld erhalten und vermehren oder wollt ihr rumspielen? Wollt ihr einen Ego-Trip starten und sagen, ja, ich setze alles auf eine Karte, ich bin ganz besonders schlau. Mich fischt keiner mehr aus dem Markt. Ich bitte Sie. Also wenn man dieses Geschäft halbwegs professionell betreiben möchte, sollte man einen Schritt weiter denken und zwar über sich selbst hinaus. Ich weiß, das ist eine sehr direkte Ansprache, aber die muss ich bringen, weil ich voll und ganz dahinter stehe von dem, was ich Ihnen jetzt gerade sage. Lassen Sie mich weitermachen und die Gegenantwort bringen. Trader, die Stops benutzen, können niemals richtig viel Geld verlieren. Sie erinnern sich, am Anfang stand, Trader, die Stops benutzen, können niemals richtig viel Geld verdienen. Und ich sage, nein, die können niemals richtig viel Geld verlieren. Das heißt, die behalten die Kohle, mit der sie weiterarbeiten können. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Trader können dennoch große Gewinne realisieren. Es ist doch keine Frage, ob ich einen Stop-Loss weglasse, dass ich große Gewinne haben möchte. Wir werden uns gleich angucken, was ich damit meine.